Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Medcast Mikrobiologie, Infektiologie. Ja, jetzt gibt es einen kleinen Überblick über gramnegative aerobe Stäbchenbakterien, die häufig drankommen, häufig geprüft werden. Gerade fangen wir mal an direkt mit den Legionellen. Wir werden in diesem Podcast Legionellen, Pseudomonas aeruginosa und Bordetella pertussis besprechen. Die Legionellen letztendlich, vor allem Legionella pneumophila, Auslöser der Legionellenkrankheit, Legionellose, wird auch gerne schon mal gefragt in Prüfungen im EMPP. Wie gesagt, gramnegatives aerobes Stäbchen, schwierig anzuzüchten, anspruchsvoll, geht nur auf Aktivkohle, Hefeextrakt, Agarplatten. Warum heißt das Ganze Legionella? Und zwar entstammt das der sogenannten American Legion aus dem Jahr 1976, wen das interessiert. Da gab es nämlich 34 tote Legionäre, die an akuten Infektionen des Respirationstraktes, an der sogenannten legionellen Pneumonie, verstorben sind. Und daher hat das Ganze ihren Namen, die legionellen Krankheit. Das ist eine Tröpfcheninfektion, die also von Mensch zu Mensch wiedergegeben werden kann, wobei eine wichtige Quelle für Infektionen mit Legionellen nicht unbedingt nur andere Miterkrankte sind, sondern vor allem Wasser. Ja, also Legionellen halten sich bevorzugt in Gewässern auf. Das heißt, sie vermehren sich gerne in Whirlpools oder in Schwimmbädern oder auch an Perlatoren, an Wasserhähnen. Das würde auch gerne mal wieder gefragt. Warum sind Legionella Legionella Pneumophila jetzt so gefährlich, vor allem für die Lunge, den Respirationstrakt? Das ist ein sogenannter Surfactant-Spalter, das heißt der Surfactant, der die Oberflächenspannung in den Alveolen herabsetzt und deswegen für die korrekte Funktionsweise der Alveolen wichtig ist, wird dann letztendlich vermindert und gespalten durch die proteolytische Aktivität des Bakteriums. Erregernachweis ist nicht so einfach. Man kann relativ früh im Urin Antigene nachweisen. Das ist so ein Standard. Also Legionellen-Antigene im Urin. Im Blutserum sind erst ab der zweiten Woche, also schon nach der akuten Phase, Antigene nachweisbar. Ja, was haben wir jetzt klinisch vorwiegend für Symptome? Wir haben die Legionellose, die als schwere Ausprägung, eben als Legionärskrankheit, die Lunge befällt und dort eine atypische Pneumonie macht. Oft ist der Gastrointestinaltrakt mit befallen. Wir haben dann Diarrhöen, Durchfälle. Das Fieber geht bis 40 Grad hoch, häufig auch eine Pleuritis und eine Laryngitis angeschlossen. Eine mildere Variante ist das sogenannte Pontiac Fever. Hier ist es so, dass bei diesem Pontiac Fever, der milden Version der Legionellose, ausschließlich wir Fieber bis etwa 39 Grad haben, aber keine Pneumonie. Das ist relativ unkritisch, wohingegen die richtige Legionärskrankheit eben mit Ausprägung der Lunge auch häufig letal enden kann, wenn sie nicht adäquat therapiert wird. Was machen wir therapeutisch? Erste Wahl sind Makrolid-Antibiotika, Erythromycin, wobei wir heute modernere Mittel haben. Azithromycin eignet sich, Roxithromycin oder auch Telithromycin als moderne Makrolide, weil sie sich in den Wirtszellen sehr gut anreichern können. Alternative wären Gerasehemmer. Natürlich immer Achtung bei Kindern, keine Gerasehemmer verabreichen, weil insbesondere bei Kindern, die noch im Wachstum sind, das Knorpelwachstum stark geschädigt werden kann durch Gerasehemmer und die psychogenen Nebenwirkungen, die bei Fluorochinolonen häufig sind, sind bei Kindern noch ausgeprägter. Das heißt, bei Erwachsenen wären Gerasehemmer eine Alternative. Auch Tetrazykline kann man geben. Ja, damit die Legionellose soweit erstmal durch, kommen wir weiter zur Bordetella pertussis, Auslöser des Keuchhustens, gegen den heutzutage in der Regel geimpft werden kann. Ich muss sagen, persönlich in meiner Zeit damals war das waren so ein Anfängen der Impfung. Da war man sich nicht ganz sicher, ob nicht möglicherweise schwerwiegende Nebenwirkungen mit zentralnervösen Nebenwirkungen mit dieser Impfung verbunden sind. Deswegen durfte ich die Krankheit als kleines Kind noch durchmachen und durfte mir die Seele aus dem Leib husten. Dominierendes, ganz typisches Krankheitsbild ist eben der Keuchhusten, der durch Bordetella pertussis ausgelöst wird. Heutzutage wird dagegen standardsgemäß geimpft, wenn man es nicht mit dem Impfgegner zu tun hat, und zwar mit einem Kombinationsimpfstoff Diphtherie, Tetanus, Polio und Haemophilus influenza Typ B. Das ist so eine Kombi-Impfung, die man verabreichen kann. Alternativ gibt es auch einen acellulären Impfstoff,
der relativ neu ist und etwas weniger toxisch wirken soll. Bordetella ist ein bekapseltes, kokoides, gramnegatives Stäbchen. Nachweis geht über den Blutagar und dann per PCR. Typische Klinik ist letztendlich aufgrund der Pathogenetik, wir haben ein Exotoxin, das im Respirationstrakt Spasmen auslösen kann und die Zilienbewegung, also die mukozeliäre Clearance, vermindert. Das Pertussistoxin ist rebulisiert letztendlich bestimmte G-Proteine. Und wir haben nach einer Inkubationszeit von etwa 2 Wochen, kann man sich merken, 10 bis 14 Tage Inkubationszeit. Beim Keuchhusten ist es ja auch mal wichtig, dass man die Inkubationszeiten weiß. Dann beginnt etwa das erste Stadium, das ist Stadium Katarrhale, das 1 bis 2 Wochen dauert mit mäßigem Fieber und vielleicht geringgradigem Husten, ein bisschen Schnupfen und Abgeschlagenheit einhergehen kann. Nur in diesem Frühstadium ist eine antibiotische Therapie mit einem Makrolid wie Erythromycin oder auch den anderen schon eben genannten Makrolid-Antibiotika sinnvoll, später nicht mehr. An das Stadium Katarrhale schließt sich dann das zweite Stadium an, das ist das Stadium Convulsivum, das ist das typische Keuchhustenstadium, wo man die Vollausprägung letztendlich der Erkrankung hat, wie am krampfartigen Husten mit starkem Würgen. Also wirklich, das kann auch oft bis hin zum Erbrechen gehen, weil einfach der Husten so stark ist, dass so ein starker Würgereiz ausgelöst wird und die Zwerchfellkontraktion so stark ist, dass es eben auch zum Erbrechen kommt. Es kann zum Stimmritzenkrampf kommen. Hier immer ist die Gefahr von natürlich Apnoen und Zyanosen. Also die Kinder kriegen häufig dann einfach nicht mehr genug Sauerstoff, werden blau laufen, blau anfeuern, kleinere Kinder. Eine weitere Komplikation ist das sogenannte Hypophagma, also ein Gefäßabriss in den Augen. Da kommt es dann aufgrund des hohen Druckes, der bei den Hustenattacken entsteht, zu der letztendlich Abrissen der Gefäße und das führt dann zu Einblutungen, zu Konjunktivalen. Das Stadium Convulsivum, das dauert 2 bis unter Umständen sogar 6 Wochen. Also es kann sehr lange andauern, dieses Hustenstadium. Ja, wenn die Erkrankung dann letztendlich sich schon wieder so ein bisschen beim Abschwächen befindet, sprechen wir vom Stadium Decrementi. Das kann ebenfalls wieder bis zu 6 Wochen lang dauern. Hier dominieren dann nur noch mildere Bronchitis-Symptome, also Schmerzen beim Husten auf den Lungen, auf den Bronchien. Letztendlich, wir haben eine starke Reizung natürlich aufgrund der vorherigen Wochen des starken Husten. Der ganze Respirationstrakt ist stark gereizt und dieses Stadium Decrementi dauert, wie gesagt, dann etwa in seiner maximalsten Ausprägung bis hin zu 6 Wochen. Therapeutisch, wie schon erwähnt, Erythromycin nur im Stadium 1 sinnvoll oder man weiß halt, es gab einen Kontakt, also wenn möglicherweise eine Inkubation stattgefunden hat, kann man Erythromycin prophylaktisch verabreichen. Ansonsten natürlich Hustenstiller, auch wenn man das sonst bei bronchialen Infekten immer ablehnt, beim Keuchhusten sind Hustenstiller auf jeden Fall erleichtern, insbesondere zur Nacht hin. Auch Cortison kann man geben, um einfach die Symptomatik ein bisschen zu dämpfen. Wenn eben gar nicht mehr geschlafen werden kann oder dergleichen, muss eben da doch für ein bisschen Abhilfe geschaffen werden. Ja, machen wir für diesen Podcast mit dem letzten Keim weiter. Ist bei den meisten eigentlich mal recht beliebt, weil er so einen schönen Namen hat und auch dem Agar, wenn man sich an den Mikrobiologiekurs erinnert, sehr schön aussieht. Der Pseudomonas aeruginosa, neben den Klebsiellen sicherlich der Problemkeim schlechthin. Also man kann sagen, Klebsiellen, Pseudomonas und Proteus mirabilis sind sicherlich mit die Problemkeime und Hospitalisationskeime, die wir haben und die häufig eben sehr schwerwiegende, gravierende nosokomiale Infektionen verursachen. Ganz charakteristisch für den Pseudomonas ist der blaugrüne Wundeiter, der eben aus infizierten Wunden austritt. Er wird auch als Pfützenkeim bezeichnet, weil er sich eben sehr gern und sehr wohl fühlt in einer feuchten Umgebung, also in Pfützen, in Schwimmbädern, wenn sie nicht ausreichend geklort sind. Auch in Moorgewässern kann sich der Pseudomonas wunderbar vermehren. Er ist sehr umweltpersistent, er kommt auch überall vor. Also er ist sehr anspruchslos eigentlich. Wächst auf einem ganz normalen Acker und macht dann eine Beta-Hämolyse mit großen, fransigen, rauen Kolonien. Und was eben so das Schöne ist, das sogenannte, er hat fluoreszierende Proteine, die eben gelblich-grünlich fluoreszieren und Licht emittieren. Was noch besonders ist, ist, dass der Keim einen charakteristischen süßlichen Geruch verströmt in der Kultur. Das sogenannte Aminoacetophen ist das, musste ich gerade nochmal nachschauen.
was auch ein diagnostisches Kriterium ist für einen Pseudomonas. Ja, was ist klinisch ganz typisch für Pseudomonas? Natürlich Katheterinfektionen, Endokarditiden bei Drogenabuses können auch Pseudomonas aeruginosa verursacht sein. Eine Otitis externa, das sogenannte Swimmer's Ear, also es ist ganz häufig, wenn man im Schwimmerbesuch war und das Wasser eben nicht ausreichend geklort war, dass dann sich eine Otitis externa aufgrund einer Pseudomonas-Infektion im äußeren Gehörgang ausbildet. Randwunden und postoperative Wundinfektionen natürlich, wenn der Keim auf Station vorkommt, die Wunde irgendwie infiziert wird, fühlt er sich sehr wohl. Rezidivierende Harnwegsinfekte können durch Pseudomonas ausgelöst sein, insbesondere Blasenkatheterinfektionen. Und, das ist auch sehr wichtig, wird gerne gefragt, bei Mukoviszidose-Patienten, wo ohnehin aufgrund der Symptomatik die mukoziliäre Clearance stark eingeschränkt ist, ist Pseudomonas aeruginosa der häufigste Auslöser für Pneumonien. Häufig in Kombination mit Staphylococcus aureus. Ja, also Pseudomonas ist bei Mukoviszidose-Patienten der häufigste Auslöser von Pneumonien. Therapeutisch, klar, er gilt als Problemkeim. Wir haben trotzdem eine ganze Reihe an Medikamenten, an Chemotherapeutika, die wir verabreichen können. Sicherlich Carbapeneme als Panzerschrank-Antibiotika, Imipenem, Meropenem oder Ertapenem sind Mittel, die man sehr gut geben kann bei Pseudomonas-Infektionen. Bei den Cephalosporinen haben wir zwei wirksame, nämlich das Ceftazidim und das Cefepime, wird manchmal als Viertgeneration-Cephalosporin bezeichnet, manchmal auch als Generation 3C. Also Cefepime und Ceftazidim sind sehr gut wirksam gegen Pseudomonas aeruginosa. Auch Piperacillin und Tazobactam, häufig einfach nur als Tazobac bezeichnet im Klinikalltag. Auch Ciprofloxacin, also Gyrasehemmer, sind wirksam, allerdings bilden sich hier sehr schnell Resistenzen aus. Der Pseudomonas hat eben die Fähigkeit, gegen Fluorochinolone sehr schnell Resistenzen auszubilden, weshalb man eigentlich Gyrasehemmer nicht verabreicht. Ja, damit sind wir eigentlich für diesen Podcast am Ende. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und macht's gut. Ciao.